Hey, willkommen bei Search One, dein Magazin für Online-Marketing, erfolgreiche Websites und digitales Business. Mein Name ist Sascha und in diesem Video geht es um OceanWP, auch kurz Ocean. Laut eigener Aussage eines der besten und am besten bewerteten WordPress-Themes, das nehmen wir mal genau unter die Lupe. Ocean gibt uns mehr, aber wovon? Mehr Features, mehr Spaß bei der Arbeit oder einfach nur mehr Kopfschmerzen? Hoffentlich nicht Letzteres. Ah, hier ist eine Besonderheit und zwar: In der Premium-Version erhalten wir Zugriff auf FreePic und Flaticon und damit auch die Möglichkeit, Millionen von Fotos, Illustrationen und so weiter zu verwenden. Das ist was Besonderes und das schauen wir uns auch mal genauer an. Was gibt es sonst noch zu entdecken? Na, immerhin 5 Millionen Downloads, 700.000 Sites, die schon mit OceanWP erstellt wurden. Liegt natürlich darin, dass die Free-Version seit jeher kostenlos ist und das erfahren wir weiter unten hier, tatsächlich relativ mächtig ist im Vergleich zu anderen Free-Themes. Pro enthält auch jede Menge, 220 um genau zu sein, Full-Site-Demos. Das heißt, wir können die hier als Starter-Packs benutzen. Basierend nicht nur auf Elementor und Gutenberg, sondern Brizzy, Beaver Builder, Toolset, Divi, Thrive und sogar WP Bakery. Online-Shops sind kein Problem. Ich habe unter den Bezahlmodellen mich für Business entschieden und das lizenziert. Hauptsächlich, weil es hier FreePic und Flaticon Zugriff gibt. Sonst unterscheidet es sich in der Anzahl der Sites. Und ich finde, der Preis ist definitiv konkurrenzfähig. In der Pro-Version sind die Ocean Pro Extensions enthalten. Cookie Notice, Portfolio, ein Hooksystem und die Elementor Widgets. Diese ergänzen Elementor Free um einige Widgets, die du sonst nur in der Pro-Version erhalten würdest. In der kostenlosen Version von Ocean sind allerdings auch einige ziemlich coole Plugins drin. Slider, Sharing, Custom Sidebars, du kannst alles sticky machen und im Ocean Extra gibt es eine Menge zu entdecken. Mit Extra lässt sich nämlich das Layout konditionell wie hier und individuell an eine Seite oder an einen Post anpassen. Noch ein Tipp zum Schluss. Hier unter Tutorials findest du viele Videos, die ja Einzelheiten erklären, allerdings nur auf Englisch. Unseren Partnerlink zu Ocean findest du direkt unter dem Video. Falls du Ocean darüber erwirbst, bekommen wir eine kleine Provision, ohne dass sich für dich am Preis etwas ändert. Deine Unterstützung hilft uns dabei, weitere Videos genau wie dieses hier zu produzieren. Um Ocean auf Herz und Nieren zu prüfen, verwenden wir wieder unser Skate Dogs Beispielprojekt. Dies ist eine einfache Website, die uns erlaubt, die meisten wichtigen Features eines Themes auszuprobieren. Also hier haben wir beispielsweise einen Header, Logo links, Menü rechts ausgerichtet, mit einem unterstrichen Effekt, eine Suchbox mit Pop-up-Fenster, dann ein schönes großes Hero-Image mit Overlay und ein bisschen Text obendrauf. Hier drunter direkt die gefeatureten Skateboard-Tricks, die eigentlich nur WordPress-Beiträge, also Blogbeiträge sind. Ein weiteres großes Hintergrundbild mit einem zweispaltigen Layout hier unten. Der Hinweis auf die Kurse mit Termine, Übersicht und Veranstaltungsort. Das hier ist eine Gallery. Hier kann ich also draufklicken und dann weiter, weiter, weiter. Das lädt dann alle Bilder. Ein Button als Link. Weiter unten eine Newsletterbox, also um auch mal ein Formular auszuprobieren. Eine Teamsektion, ein weiteres etwas größeres Kontaktformular und ein Testimonial-Karussell, bei dem ich auch rechts und links draufklicken kann. Zum Schluss dann noch die Fußzeile mit den Social Icons und den rechtlichen Links. Darüber hinaus haben wir noch die Kurse-Unterseite über uns, Team, hier weiter unten dann noch ein paar weitere Bilder, ein bisschen Text, unterschiedlich formatiert, eine FAQ-Seite, ein Klick öffnet die Fragen und Antworten, die Blog-Übersichtsseite, die hier die ganzen Tricks vereint. Hier kann ich auch mal draufklicken auf einen einzelnen Trick, da haben wir dieses schöne Hintergrundbild, was animiert ist. Die Animation werde ich aber bei der Bearbeitung deaktivieren, weil das uns ein bisschen nervig ist. Und nochmal ein Text. Weiter oben bleibt da nur noch die Kontaktseite. Sollten wir noch die Zeit dafür haben, können wir hier das Kontaktformular implementieren. Noch besser ist allerdings, wenn du dir im YouTube-Kanal das Formular-Plugin-Video und Tutorial anguckst. Da bin ich, was Formulare betrifft, wirklich sehr tief ins Detail gegangen. Und falls dir dieses Tutorial ein bisschen schnell vorkommt, wie du siehst, mache ich diese Theme-Tests schon seit einiger Zeit. Und gerade die beiden hier, die beiden letzten, die enthalten auch die Skate Docs mit Cadence und einmal mit Bloxy Pro. Und wie du siehst, bin ich hier sehr detailliert vorgegangen, also auch sehr gut für Anfänger geeignet. Hier ist die WordPress-Installation auf einer lokalen Testinstanz
Und wir laufen schon auf WordPress 6, 6.1 Alpha oder auch WordPress 6 Beta 1. Und bisher gab es keine Probleme bei der Installation. Aktuell ist die Version 5.9.3, der Wartungsrelease, rausgekommen. Die würde ich dir dann empfehlen. Ich habe schon alles durchgetestet und man kann nicht viel Unterschiedliches erkennen. Unter Design Themes kannst du bei Theme hinzufügen, nach Ocean suchen und dann Ocean WP installieren und aktivieren. Nach der Lizenzierung auf der Website bekommst du Zugriff auf jede Menge Plugins im ZIP-Format. Die habe ich alle runtergeladen und installiert, wie man hier auch sehen kann. Viele davon probieren wir auch aus. Ich habe hier anzumerken, dass es nicht gerade optimal ist, so viele ZIP-Dateien installieren zu müssen. Es gibt diverse Theme-Anbieter und Plugin-Hersteller, die das auf diese Art und Weise machen. Ich bin da kein großer Fan von. Viel besser wäre, wenn diese Funktionalität schon im Plugin oder Theme implementiert wäre, so ähnlich wie bei GeneratePress. Und ich kann dann via Checkbox, je nachdem, was ich lizenziert habe, Funktionalität einfach an- oder abschalten. Denn die gesamte Installation hat mich ungefähr eine halbe Stunde gekostet. Denn man muss ja jedes Plugin separat hochladen, installieren, aktivieren. Hier ganz oben sehen wir auch die Elementor-Widgets. Elemente habe ich noch nicht installiert. Das können wir direkt mal nachholen. Die kostenlose Version reicht vollkommen aus. Installieren, aktivieren, fertig, überspringen. Das wollen wir alles überspringen, denn wir wollen ja mit Ocean WP arbeiten. Und schon landen wir in Elementor. Da können wir ruhig mal rausgehen und vielleicht mal auf die Startseite schauen. Hier ist das Logo noch viel zu groß und wenn wir runterscrollen, steht schon mal der Text auf der Seite, aber noch sieht das nicht nach viel aus. Vom Theme her haben wir jetzt aber alles installiert, was wir benötigen, um die Website zu bearbeiten und zu erstellen. Beiträge und Seiten sind auch bereits drin. Hier haben wir die 10 Tricks als Beiträge unter Seiten, die Hauptseiten und die rechtlichen Seiten. Unter Design-Menüs gibt es einmal das rechtliches Menü und auch das Hauptmenü. Da können wir direkt mal Position im Theme-Leiste ganz oben speichern. Und siehe da, jetzt haben wir hier oben schon mal Menü. Normalerweise würde man jetzt in den Customizer gehen, um hier auf der linken Seite alle möglichen Optionen und so weiter anzupassen. Das machen wir gleich auch noch, aber erstmal möchte ich hier im Backend auf das Theme-Panel verweisen. Das verankert Ocean hier. Und hier kann ich tatsächlich die von Ocean implementierten Funktionen an- und abschalten. Sieht man auch eher selten. Probieren wir das durchaus mal aus. Wir haben hier Custom CSS. Klick drauf und speichern. Und dann im Customizer. Hier unten ist Custom CSS und JS noch vorhanden. Wenn ich es aktualisiere, dann ist es weg. Wozu das gut ist? Ja, im Prinzip, um den Customizer etwas übersichtlicher zu machen vielleicht. Die Idee ist, das Ganze etwas schneller zu machen. Mir ist das Ganze schnell genug, also reaktivieren wir das. Die Customizer Search habe ich mal angeschaltet. Und hier unten gibt es Links zu weiteren Menüpunkten im Customizer. Da wir sowieso gleich komplett von oben bis unten da durchgehen, brauchen wir das jetzt aktuell nicht. Im Theme Panel gibt es auch noch My Library. Hier kann ich Code oder Seitenschnipsel implementieren, neu. Und diese dann auch natürlich mit Elementor bearbeiten und sie als Library-Elemente abspeichern. Scripts and Styles. Zwecks Performance-Optimierung ist das natürlich eine coole Sache. Wenn ich also weiß, dass ich beispielsweise die Overlay-Search nicht brauche, dann könnte ich sie hier abschalten. Und es gibt eine Menge Features, die ich hier abschalten kann. So lässt sich der Code natürlich minimieren. Und die Seite lädt schneller. Es ist gut, diese Option zu haben. Gutenberg-Blocks. Das sind die von Ocean zur Verfügung gestellten Blocks. Und wenn ich eins davon nicht brauchen sollte, kann ich es einfach abschalten. Klick auf das Auge. Timeline werde ich nicht brauchen und Rezeptseite machen wir auch nicht. Einstellungen lassen sich auch importieren und exportieren und unter Hooks. Ein bisschen irritierend ist, wir sind hier anscheinend zwischen Versionen. Vormals war es möglich, die Hooks, das sind bestimmte Punkte beim Laden der Seite. Ich kann das hier auch mal zeigen. Zum Beispiel hier haben wir die Startseite. Und wenn ich jetzt auf Show Hooks gehe, dann sehen wir, dass es für die verschiedenen Positionen auf der Seite, beispielsweise Before, Top Bar Inner, Ocean After, Top Bar Inner, wenn ich weiter runter scrolle, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas direkt unter der Sidebar und vor allem an oder hinter allem anderen haben möchte, dann muss ich den Hook Ocean After Sidebar Inner wählen. Zurück auf der Hook-Seite sehe ich Before Sidebar, Before Sidebar Inner, After Sidebar Inner. Und hier könnte ich jetzt einen Text einfügen. Probieren wir das einfach mal aus. Mein Text, ganz nach oben und dann Save Hooks. Und auf dieser Seite kann ich die Hooks mal verstecken. Und siehe da, wenn ich runterscrolle, hier steht jetzt mein Text. Neuerdings soll es aber so funktionieren, dass ich unter My Library ein Element anlege.
Und das kann jetzt natürlich alles Mögliche sein, zum Beispiel auch ein Formular, was ich mit Elementor erstelle. Nennen wir das Element einfach mal mein Supertext. Und jetzt gehe ich hier auf Hooks, aktiviere und selektiere After Sidebar Inner, genau wie eben auch. Das sieht tatsächlich ein bisschen moderner aus. Vor allem kann ich hier auch konditionelle Logik verwenden und das Element beispielsweise nur dann anzeigen, wenn es auf einer bestimmten Seite ist oder auf allen Seiten oder auf allen Blogposts. Ein cooles Feature, kein Alleinstellungsmerkmal, aber gut zu sehen, dass Ocean hierfür jetzt auch eine moderne Oberfläche hat, wie die meisten anderen modernen Themes das auch mittlerweile mit sich bringen. Das Ocean Images Modul müssen wir erst aktivieren. Und jetzt können wir Flat Icon und auch FreePick verwenden. Das ist cool. Und die Bildbreite, die wir verwenden, die können wir definitiv mal, sagen wir, auf 1600 beschränken. Speichern. Und jetzt kommt's, und das ist extrem cool. Unter Medien befindet sich der Menüpunkt Browse Ocean Images. Hier kann ich dann zwischen Icons und FreePicks auswählen. Einfach mal Skateboard gesucht. Und siehe da, es gibt zwar kein Skate Dog, aber immerhin eine Skate Cat und ein Skate Pig. Die Cat habe ich schon hinzugefügt und mit einem einfachen Klick auf das Schwein wird das Bild automatisch in die Library übertragen. Klick auf die Medienübersicht und siehe da, hier sind die beiden Bilder, die ich übertragen habe. Allein das Feature ist natürlich mega für Leute, die immer wieder Bilder suchen und verwenden wollen. Die sind in der Business-Lizenz alle mit drin. Nicht vergessen, nach Ablauf der Lizenz, falls man Ocean irgendwann nicht mehr brauchen sollte oder nicht mehr weiter bezahlt, was passiert dann mit den Bildern? Das sollte man immer nachfragen, weil dafür ist man immer selbstverantwortlich. Also gut aufpassen. Hier übrigens ein paar coole Skateboard-Icons von Flaticon. Hinter Install-Demos findest du dann noch die über 200 Demos aus den verschiedenen Kategorien. Ich scroll hier einfach mal durch und man sieht, dass es wirklich eine Menge an Material gibt, also eine Menge an Vorlagen, die man verwenden kann. Beim SkateDocs-Projekt fange ich gerne von Null an. Aber wenn ich wollte, könnte ich zum Beispiel dieses Coaching-Template nehmen. Hier ist auch ein Live-Preview, das öffnet sich dann hier. Logo links, Menü und dann große Hero-Sektionen mit Boxen. Das kommt dem, was ich vorhabe, schon relativ nah. Also wenn ich wollte, könnte ich auch das hier nehmen und damit beginnen. Im Account-Bereich kann ich sehen, was genau ich lizenziert habe. Und unter Add-ons bekomme ich mehr Informationen zu den Erweiterungen und kann diese zum Beispiel auch downloaden. Muss ich natürlich nicht, denn das ist im Abo-Modell schon enthalten. Soweit zum Theme-Panel und jetzt können wir endlich in das Layout einsteigen und den Customizer öffnen. Ocean bietet hier im Customizer wirklich eine Menge an Einstellungsmöglichkeiten. Wenn wir oben anfangen wollen, dann haben wir zuerst hier diesen Header. Das ist die Header-Leiste, in der das Logo so groß wird. Und die Leiste ganz oben und das sind diese beiden Punkte. Ich würde vorschlagen, erstmal den Hund ein bisschen kleiner zu machen. Das ist im Header, das Logo. Und hier einfach mal vielleicht die Höhe zu begrenzen und die Breite. Wenn ich jetzt scrolle, dann wird das Logo immer noch kleiner. Aber der Effekt ist nicht mehr so dramatisch. Und als nächstes, hier oben bei der Leiste, kann ich zum Beispiel auch die Social Media Icons aktivieren. Und jetzt habe ich Social Media Icons. Aber ich bin relativ beschränkt darin, was ich hier oben in der Leiste alles machen kann. Deswegen kann ich nicht die obere Leiste zum Beispiel als Menü gebrauchen. Es ist etwas starr vorgegeben, was alles hier oben möglich ist. Und hier im Stil sehen wir, dass wir im Prinzip nur den Inhalt und die Social Icons entweder links oder rechts oder zentriert haben können. Und hier im Original haben wir ja im Prinzip nur eine einfache Headerleiste mit Logo-Schriftzug, Menüpunkte und Such-Icon. Zuerst ist es notwendig, in Menüs, Hauptmenü von Leiste ganz oben einmal auf Allgemein umzustellen. Leiste ganz oben brauchen wir nicht mehr. Und schon sieht es im Prinzip fertig aus. Ich habe sogar schon den Effekt, den ich gerne hätte. Jetzt brauchen wir also nur noch die Farben einzustellen. Header, allgemein. Hier unter Header, allgemein, die Hintergrundfarbe. Da habe ich einen Hexcode für. Im Original haben wir noch ein bisschen Abstand. Zuerst die Höhe vielleicht auf 125 mindestens, weil das ist die Größe des Logos, vielleicht 120. Und den Innenabstand oben und unten auf 100, das ist natürlich ein bisschen viel. 25 sieht da deutlich besser aus. Veröffentlichen und hier vielleicht einmal das Logo auf 100, dann ist es genauso groß wie im Original. Das sieht schon ziemlich ähnlich aus. Die Schriftart im Original ist übrigens Work Sans. Das können wir bei Typografie anpassen. Allgemein, Google Fonts, das ist okay im Body. Work Sans, Schriftgröße 16 scheint mir angemessen. Die Farbe ein wenig dunkler. Und hier die Schriftart für das Hauptmenü. Auch auf 18 anheben. Ja, das passt ganz gut. Hier ist jetzt noch ein bisschen viel Text, weil wir das Menü noch anpassen müssen.
Also unter Menüs, Hauptmenü, FAQ und hier einfach bei angezeigter Namen FAQ eintragen. Das passt. Veröffentlichen. Hier oben rechts ist ja ein Abmelden-Link und das hat damit zu tun, dass ein Plugin dafür installiert wurde, und zwar dieses Pop-Up-Login-Plugin. Da kann ich auch hingehen und einfach nichts anzeigen anklicken und schon verschwindet dieser Link. Wir brauchen den auf dieser Website nicht unbedingt. Zurück im Header. Ja, damit bin ich soweit zufrieden. Was ich besonders cool finde, ist, dass die Suchfunktion bereits auf diese Art und Weise eingebunden ist. Hier geht das Pop-Up-Fenster auf, das Overlay, und ich kann direkt anfangen zu tippen. Perfekt. Dann schauen wir uns als nächstes hier diesen Mittelbereich an. Wir brauchen ja keine Seitenleiste in unserem Layout. Dann können wir die als erstes mal entfernen. Und dazu gehen wir in die allgemeinen Optionen und hier unter allgemeine Einstellungen bei Gestaltung für die Seiten könnten wir beispielsweise das Menü auch auf die linke Seite bringen. Also nicht das Menü, sondern die Seitenleiste. Oder auch einfach mittig. So passt es schon. Hier geht es über die gesamte Breite und hier haben wir sogar ein dreispaltiges Layout. Okay, wir brauchen das hier. Der Abstand nach oben und unten scheint im Moment okay zu sein. Ich habe gerade mal die Suche bemüht und nach Kontakt gesucht, um zu sehen, wie das Layout hier aussieht. Und hier muss ich sagen, finde ich es eigentlich ganz passend, wenn hier ein bisschen mehr Informationen angezeigt werden. Aber auch hier, wenn ich wollte, kann ich das Layout der Suchergebnisseite auch anpassen und genauso aussehen lassen wie die restlichen. Das gefällt mir in diesem Fall besser. Das Footer-Callout-Panel hier unten, das brauchen wir nicht. Es handelt sich hier um ein Plugin, was ich auch hier schon deaktiviert habe. Denn leider lässt es sich nicht hier deaktivieren, was ein bisschen komisch ist. Aber okay, wir können natürlich auch das gesamte Plugin deaktivieren. Und wenn wir jetzt neu laden, dann ist das Footer-Callout-Panel weg. Auch das Sticky-Footer-Plugin muss man von Hand deaktivieren, was ich hier gemacht habe. Und nach einem Refresh ist der Sticky-Footer weg. Hier unten ist jetzt noch der normale Footer übrig geblieben. Zuerst würde ich gerne die Farbe dieser Schriftart hier anpassen. Und in der Tat, es gibt Fußzeile, Copyright, alle Einstellungen. Aber hier habe ich nicht die Option gefunden, um die Farbe zu verändern. Was witzig ist, weil bei Titel des Footer-Widgets habe ich die Möglichkeit, die Farbe auszuwählen. Bei Fußzeile, Copyright und bei Footer-Menü aber nicht. Keine Ahnung, warum Ocean das auf diese Art und Weise gelöst hat. Natürlich können wir das über CSS regeln, aber optimal ist das natürlich nicht. Hier im CSS kann ich dann zum Beispiel die Klasse Sidefooter mit der Farbe hellgrau belegen und dann sieht das Ganze auch richtig aus, aber es ist schade, dass ich das überhaupt machen muss. So sieht der Fußbereich aus, eine Überschrift, Social Icons, ein Menü und der Copyright-Hinweis. Außerdem ist die Farbe eher dunkelblau, also einmal in Fußzeile ganz unten die Farbe angepasst. Und dann in Footer Widgets, ebenfalls die Farbe, können wir schon mal veröffentlichen. Nächstes die Footer Widgets aktivieren und hier suchen wir mal nach den Social Icons, da sind sie. Hinzufügen, Facebook, wenn ich hier draufklicke, facebook.com und hier ist der erste Button, der ist jetzt in die Breite gezogen. Da kann ich hier oben draufklicken und entweder Standard, nur Logos oder Pillenform. Nur Logos reicht vollkommen aus. Ich habe die Logos etwas größer gemacht. Sie sind hier untereinander links ausgerichtet. Auf der Webseite selbst aber sehen sie korrekt aus. Jetzt brauchen wir noch eine Überschrift. Folge uns und das Ganze darüber. Überschrift ist drin, die Farbe muss noch angepasst werden. Also leider wieder zurück in unser CSS. Hier habe ich es mal auf Element gesetzt und dann unter Sternchen und schon ist das auch mit dieser Farbe versehen. So sieht es korrekt aus. Jetzt fehlt noch das Menü, Widgets oder 2 und dann hier ein Navigationsmenü hinzufügen aus der Kategorie Rechtliches, Datenschutz, Impressum, AGB. Vielleicht wollen wir das in den Footer 4 verschieben. Ja, das hat noch nicht funktioniert, also brauchen wir im Prinzip bei Footer 3 und Footer 2 einen Platzhalter. Ein Absatz reicht im Prinzip schon und da müssen wir auch nichts reinschreiben. Bei 3 das gleiche. Okay, ein bisschen gefurcht, aber das, das passt schon. Ich glaube, die Überschrift hier rechtlich ist nicht unbedingt notwendig. So ist es auch ganz gut. Die Linien stören mich jetzt nicht. Die können ruhig so bleiben. So, das sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Wir brauchen noch eine andere Hintergrundfarbe für den Seitentitel, weil wenn wir uns das Original angucken, dann sehen wir hier, dass das mittig ist, ein bisschen größer und die gleiche hellblaue Farbe. Die Einstellungen dazu finden wir unter allgemeine Option, Seitentitel und dann als Farbe. CFA nennt sich die Farbe. Ein bisschen mehr Platz oben und unten. Die Breadcrumbs brauchen wir nicht aktivieren. Das sind die hier oben rechts.
Und hier haben wir leider dann nicht die Möglichkeit, den Font zu beeinflussen, außer das H-Element oder den Elemententyp einzustellen. Das können wir so erstmal übernehmen. Wir müssen jetzt nur noch die Linie hier loswerden. Und mal schauen, ob wir das hier anders ausrichten können. Typografie, Seitentitel 48, das ist auf jeden Fall größer. Und von der Schriftart her, das machen wir aber für alle Überschriften, da haben wir im Original Poppins. Der Seitentitel, der sollte noch ordentlich fett sein. Dann nehmen wir mal fett 700. Jetzt passt es. Ich finde hier aber wieder keine Möglichkeit, den Seitentitel mittig auszurichten. Irgendwie scheinen immer einzelne Einstellungsmöglichkeiten zu fehlen. Also mal wieder in das CSS. Dann hier Page Header Title, Text Align Center. So, dann noch die Linie hier loswerden. Also im Header unter Allgemein Hintergrundfarbe rauskopieren und bei Rahmenfarbe ersetzen. Und jetzt ist es durchgängig. Damit steht das Basislayout für Seiten. Wir müssen jetzt noch die Blogartikel einhängen. Also veröffentlichen und dann eine neue Seite erstellen. Die Seite nennen wir Blog und fügen dann hier ein Blog-Grid ein. Und das haben wir hier unten bei Ocean WP Blogs. Hier ist das Blog-Grid. Und hier ist mir beim Einfügen aufgefallen, dass es eine Fehlermeldung gibt. Jetzt weiß ich nicht genau, ob das an WordPress 6 liegt. Ich benutze hier die Alpha-Version, also es kann durchaus sein. Aber es ist an der Stelle sowieso mal eine gute Idee, den Elementor-Editor auszuprobieren. Nehmen wir das Blockgrid mal weg, mit Elementor bearbeiten. Ich glaube nämlich fast, es liegt daran, dass die Ocean WP Elements für Elementor auch am besten in Elementor funktionieren. Also nehmen wir das Blockgrid mal und fügen das hier ein. Und siehe da, das funktioniert hervorragend. Posts per Page möchte ich gerne 12 haben in 3 Grid Columns. Das ist richtig. Grid Style. Masonry können wir mal ausprobieren. Macht keinen Unterschied. Auf jeden Fall Equal Heights. Und jetzt hier unten bei Elements. So soll es zum Schluss ja aussehen. Ein ganz einfaches Layout mit den Boxen vielleicht leicht abgehoben. Also brauchen wir keinen Autoren. Kommentare, Kategorien und das Excerpt brauchen wir dann auch nicht. So sieht es dann aktuell auf der Seite selbst aus. Wenn ich mit der Maus drüber fahre, steht da Learn More. Ja, wäre es natürlich cool, wenn da stünde Lerne Trick. Okay, speichern. Unter Query die Sortierreihenfolge auf aufsteigend stellen. Und jetzt fängt es bei 1 an. Wenn wir uns mal das Ergebnis anschauen, dann sieht alles soweit richtig aus. Die Höhe ist teils unterschiedlich und der Effekt ist nicht ganz so schön, aber es ist nah genug dran. Übrigens, dieser Effekt hier, der Sticky Header, der auch schrumpft beim Scrollen, den können wir direkt mal abschalten. Hierzu deaktiviere ich das Sticky Header Plugin in den Optionen. Skip and Deactivate. Und nach einem Refresh verhält sich der Header ganz normal. Mit dem Blog oder der Blog-Übersichtsseite bin ich recht zufrieden. Jetzt brauche ich nur noch den Menüpunkt zwischen FAQ und Kontakt. Hierzu unter Design, Menüs, Blog, zum Menü hinzufügen, an diese Stelle speichern und schon ist das Blog auch im Menü. Damit ist das umgebende Layout weitestgehend umgesetzt. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die wir optimieren müssen, wie die Buttons zum Beispiel. Und jetzt können wir dazu übergehen, die Startseite hier zu reproduzieren und zu schauen, wie gut das mit Ocean klappt. Von der Startseite aus auf Seite bearbeiten, ganz runter scrollen und dann auf Title. Und den Page Title können wir deaktivieren, den brauchen wir auf der Startseite nicht. Aktualisieren, Vorschau, in neuem Tab. Und jetzt ist hier oben der Titel verschwunden. Für maximale Flexibilität wollen wir mit Elementor arbeiten. Elementor ist geladen. Bevor wir jedoch mit dem Editieren über Elementor beginnen, ist es wichtig, dass wir den erstmal richtig einstellen. Und hier zeige ich dir ein Bleeding Edge Feature von Elementor, wo ich der Meinung bin, dass es definitiv eingesetzt werden sollte, weil es vieles vereinfacht und Elementor auch noch schneller macht. Also die Seiten, die damit produziert werden, sind einfach schneller. Also wir gehen auf Elementor. Wir können durchaus sagen, dass Elementor all diese Inhaltstypen erkennen soll. Speicher. Unter Integration brauchen wir nichts, außer wir wollen Google Maps verwenden. Das machen wir heute nicht. Erweitert. Auch hier ist alles in Ordnung. Und dann unter Experiments etwas runterscrollen und den Flexbox-Container anschalten. Dieses Feature befindet sich zwar noch im Alpha-Stadium, funktioniert aber meiner Erfahrung nach sehr gut. Alle anderen Einstellungen können so belassen werden. Speichern. Und jetzt ist Elementor konfiguriert. Ich lade die Editor-Seite noch einmal neu. Ja. Und diese neue Einstellung gibt uns das Container-Element. Das verwenden wir gleich. Aber zuerst müssen wir hier mal die gesamte Breite einstellen. Und zwar unter Einstellungen hier unten links.
Und bei Seitenlayout verwenden wir Elementor volle Breite. Das bedeutet, dass wir jetzt auch Hintergrundbilder einfügen können, die dann von Rand zu Rand gehen. Auch dieses Element hier sollte auch auf Inhaltsbreite volle Breite stehen. Ja, wenn es auf Box steht, dann geht es nicht ganz bis zum Rand, also volle Breite. Jetzt ist soweit alles konfiguriert und wir können das Container-Element das erste Mal verwenden. Ich füge das hier ein und kann jetzt hier über Stil klassisch ein Bild auswählen. Hier ist unsere Gang, Medien einfügen. Dann einfach per Drag and Drop einen Texteditor einfügen. Hier unseren Text einfügen. Das hier ist unser Text. Hier oben, das ist eine A1-Überschrift. Jetzt sollten wir ein paar Voreinstellungen in Elementor treffen, weil die Farben noch nicht richtig angezeigt werden. Ich zeige mal, warum das notwendig ist. Zum Beispiel hier, das ist jetzt noch dunkelgrau, Textfarbe. Können wir mal auf weiß stellen. Aber tatsächlich hier oben, die Überschrift wird noch nicht auf weiß angezeigt. Naja, und damit wir das nicht jedes Mal machen müssen, das hier auf weiß zu stellen, können wir auch einfach die allgemeinen Farben in Elementor festlegen. Also hier nochmal draufklicken und dann zurücksetzen. Und dann über das Hamburger-Menü in die Website-Einstellungen. Und hier die globalen Farben definieren. Die Textfarbe stellen wir mal auf weiß. Das ist die primäre Farbe, das helle Blau. Als sekundäre Farbe nehmen wir mal die Farbe von hier unten. Das ist die hier. Und jetzt am besten noch weitere Farben hinzufügen, die wir dann immer wieder verwenden können. Das ist zum Beispiel die Buttonfarbe, die ich nachher verwenden werde. Das ist die Button-Hover-Farbe, wenn man mit der Maus drüber geht. Oder umgekehrt. So, und noch ein paar weitere Farben hinzugefügt. Speichern. Dann unter Website-Einstellungen und globale Schriftart. Primary Worksong. Hier ist sie. Hier bei Text auch Worksong. Und eventuell tatsächlich bei Primary die Schriftart für die Überschriften. Das war's hier. Und dann noch ein paar Einstellungen bei Typografie. Beispielsweise diese Überschrift hier. Das ist das H1-Element. Und hier kann ich eine andere Farbe dafür einstellen. Das setzen wir mal auf weiß. Das wird natürlich dann Probleme verursachen, wenn unser Hintergrund weiß ist. Da müssen wir sie dort individuell auf schwarz setzen oder auf dunkel. Und Buttons können wir auch noch definieren. Da weiß ich schon, dass ich eine Schriftfarbe von weiß haben möchte. Hier über die Vorgabe. Weiß ist einfach nur Text. Die Farbe ist diese dunklere Farbe hier. Und wahrscheinlich haben wir einen Eckenradius von, sagen wir mal, 5. Falls das zu rund sein sollte, können wir es immer noch anpassen. Hier Speicher. Bei Layout können wir im Prinzip auch schon mal Elementor voller Breite als Standard vordefinieren. Das war's mit den Website-Einstellungen. Jetzt ist hier schon mal alles in weißer Schrift. Das ist gut. Die Box soll ja schwarz und halb transparent sein. Also ein Klick auf die Box. Und bei Erweitert gibt es jede Menge Möglichkeiten. Zum Beispiel auch hier Hintergrundtyp als Farbe schwarz oder fast schwarz. Und dann über die Farbeinstellungen ungefähr die Hälfte raus. Ich würde es sogar ganz auf schwarz setzen. Ja. Layout. Mindestens 40 Pixel Platz und nach oben hinweg wahrscheinlich deutlich mehr. Zwar 200 von oben und von unten, rechts und links aber 0. Ja, machen wir hier ruhig 80. Und jetzt im Bereich Rahmen einen Eckenradius definieren. 20 sieht gut aus. Kommen der Sache schon näher, wenn wir hier hin und her schalten. Hier ist noch ein Overlay-Filter drüber und die Überschrift noch etwas größer und natürlich dann der Rahmen noch weg. Erst entfernen wir mal den Rand um das Element, also klicken wir das umgebende Element an. Und wenn wir hier den Spaltenabstand auf keine Lücke stellen, dann ist die Lücke weg. Aber was besser ist, wenn wir auf das umgebende Element klicken und dann auf Convert to Container, dann habe ich hier unten den Container als einzelnes Element. Dann noch einen Klick auf den Textcontainer, rechte Maustaste, Textcontainer kopieren. Hier unten mit der rechten Maustaste einfügen und dann ist der Textcontainer auch hier unten drin. Dann noch hier oben auf die Einstellungen klicken und von Boxed auf volle Breite umstellen. Und hier oben den Container, den brauchen wir dann gar nicht mehr. So sieht es auch nach dem Speichern dann richtig aus. Alles geht bis zum Rand und jetzt müssen wir uns nur noch ein bisschen um die Typografie hier kümmern. Die Überschrift sollte deutlich fetter sein. Natürlich können wir das hier an dieser Stelle machen. Allerdings ist es besser, wenn wir das allgemein in den Einstellungen vornehmen. Hier unter globale Schriftart. Nein, besser ist, wenn wir über Typografie gehen. Da können wir direkt die H1 beeinflussen. Können hier auf den Globus gehen und dann auf Primary gucken, ob sich da was tut. Nein. Aber die H1 ist jetzt dem Primary zugeordnet. Dann hier auf den Stift, was die Größe betrifft. 48 scheint die richtige Größe zu sein. Nochmal deutlich fetter. Das passt. Zurück. Änderung speichern. Und jetzt hier im Element diese Schrift können wir markieren und dann hier drüben mittig ausrichten. Ja, besser ist, wenn wir es hier markieren und da mittig ausrichten. Perfekt.
Im Original gibt es einen Overlay-Effekt über das Hintergrundbild, damit dieses ein bisschen abgeschwächt ist. Das können wir hier einfach erreichen mit einem Klick auf das Container-Element, dann unter Stil, Hintergrundüberlagerung, eine dunkle Farbe auswählen, nehmen wir die, und dann hier vielleicht noch ein bisschen runtergehen mit der Überlagerung. Das kommt dem Original ziemlich nah und damit bin ich zufrieden. Das nächste Element hat keinen Hintergrund, eine große Überschrift, drei große Button für die Blogbeiträge und einen blauen Button unten rechts. Zurück in Elementor einfach einen neuen Container hier drauf fallen lassen, dann zuerst die Überschrift einfügen. Hier unten bei OceanWP Elements haben wir auch ein Advanced Heading. Hier den Text einfügen, ein Subheading brauchen wir nicht. Hier könnte ich sogar einen Link vergeben und unter Background Heading kann ich dem Ganzen noch so einen Hintergrundeffekt geben. Das ist eine coole Idee. Das kann das normale Überschriftenelement von WordPress nicht. Probieren wir das Ganze einfach mal aus. Stil. Wow, hier gibt es sogar Advanced Style. Sowohl für Heading als auch Background Heading. Wenn ich das mal anschalte, dann sieht man auch, dass die Schrift einen Verlauf haben kann. Das ist natürlich eine coole Sache. Aber brauchen tun wir das hier natürlich nicht. Ich möchte die Schrift einfach nur ein bisschen größer machen. Unter Typografie sagen wir mal, ich schätze irgendwas mit 30, 32. Wunderbar. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Platz von oben und von unten. Das erreichen wir am besten durch ein bisschen Padding im Container. Hier ist der Container und hier unter Stil oder erweitert Padding 80 und das nur von oben und von unten. Unter die Überschrift kommen die drei Blogbeiträge. Idealerweise nehmen wir dazu ein Element aus der Ocean-Sammlung. Das Blockgrid kennen wir schon und ich denke, das ist auch in diesem Fall das richtige Element. Direkt unter die Überschrift. Hier brauchen wir nur drei. Die Sortierung sollte anders herumlaufen und nur die Überschrift und das Bild. Alles andere können wir abschalten. Das sieht soweit gut aus. Der Titel könnte noch ein bisschen größer sein. Also unter Typografie 24 und Schriftschnitt fett. Farbe ist schwarz und bei Hover haben wir diesen Blaueffekt. Also hier bei Hover nehmen wir diese blaue Farbe. Das funktioniert. Und dann brauchen wir nur noch den Button. Hier haben wir den Button von Ocean. Den füge ich mal hier ein. Ein Button reicht. Rechts ausrichten. Der Text ist alle Tricks anschauen. Alle Tricks anschauen. Und dann hier unter Style die normale Hintergrundfarbe, das dunkelblau. Und bei Hover helleblau. Der Text darf noch ein bisschen größer sein. Primary passt. Und damit ist das Element auch fertig. Speichern, überprüfen und das sieht perfekt aus. Mir gefällt auch der Headline-Hintergrundeffekt. Cooler ist wahrscheinlich, wenn das im Hintergrund ein bisschen weiter oben stehen würde. Die Headline angeklickt und dann unter Stil einmal mit diesen Werten hier experimentiert. Ja, 100 Pixel Margin von oben ist vielleicht ein bisschen viel. 40, ja, 60 scheint genau richtig zu sein. Speichern, aktualisieren. Hey, das ist ein ziemlich cooler Effekt, das gefällt mir sehr gut. Ich habe bis jetzt noch nie Animationen verwendet, aber wir könnten vielleicht für diesen Button mal eine einbauen, einfach um zu zeigen, wie das funktioniert. Also Button anklicken und dann auf Erweitert. Und hier gibt es die Bewegungseffekte und Transform. Das ist, glaube ich, das, was ich machen möchte. Und zwar bei Hover. Da könnten wir einmal den Maßstab vergrößern, also dass der Button einfach etwas größer wird. 1,1 sollte okay sein. Wenn ich jetzt mit der Maus drüber gehe, dann wird der Button größer. Und je nachdem, wo ich den Anker setze, also zum Beispiel, wenn ich den hier in die Mitte setze, dann sieht das so aus. Rechts, Mitte scheint das Beste zu sein. Und schon haben wir unser Leben mit einer kleinen Animation versüßt. Wunderbar. Beim nächsten Element haben wir wieder ein schönes Hintergrundbild und hier geht es darum zu demonstrieren, wie man Zweispaltigkeit umsetzt. Also neuen Container hinzufügen und nur wenn wir ausgewählt haben, dass die Container über Flexbox umgesetzt werden, sieht dieser Bereich so aus. Und hier sehen wir, dass wir Container einbinden können, die entweder als Spalte oder als Zeile fungieren und auch mehrere Spalten selbst wilde Anordnungen haben können. Also wir brauchen eine neue Zeile. Die Zeile hat ein Hintergrundbild, also klassisch Bild, unser fliegender Skater. Und jetzt an dieser Stelle wieder einen Container einfügen. Den ziehe ich mal hier rein. Jetzt haben wir einen Container im Container und am besten öffnen wir jetzt den Navigator, weil wir hier unten jetzt einfach mit der rechten Maustaste den Container duplizieren können. Und jetzt haben wir zwei Container nebeneinander. Zuerst einmal brauchen wir hier oben in dem Container ein bisschen Platz nach oben und unten, mit diesem Container selektiert, unter Erweitert Werte nicht verknüpfen und dann 200, 200. Als nächstes definieren wir mal die Hintergrundfarbe hierfür, unter Stil, klassisch, Farbe, dunkel und
ungefähr 50% Transparenz. Gehen wir ganz ins Schwarze. Um hier auf der Seite den gleichen Stil zu definieren, kann ich auch einfach den Container kopieren, diesen anklicken und mit der rechten Maustaste nur den Stil einfügen. Auf der linken Seite unter Stil, Rahmen, die Werteverknüpfung aufheben und dann links, sagen wir mal 20. Um das zu sehen, muss ich woanders hinklicken. Jetzt haben wir hier oben die Rundung. Links das gleiche. Und dann habe ich tatsächlich hier und dort eine Rundung, aber hier nicht. Auf der anderen Seite sind es die beiden anderen Werte. Jetzt gibt es also hier eine Rundung und da und auf dieser Seite. Jetzt muss ich nur noch die Lücke hier entfernen. Und das mache ich, indem ich das darüberliegende Element anklicke. Und dann unter Layout Elemente Elements Gap auf 0. Ja, wirst du jetzt wahrscheinlich denken, ich hätte natürlich auch einfach noch einen weiteren Container erstellen können, in den ich diese zwei Container dann reinpacke und die Hintergrundfarbe und die gerundeten Ecken dann an diesem Container vornehmen. Aber das ist gerade der große Vorteil von Flexbox, dass das nicht notwendig ist. Und jede Verschachtelung, die ich eliminieren kann, führt dazu, dass es schnellere Renderzeiten gibt und du einen besseren, schnelleren, höheren Page Speed Score erreichen kannst. Und das führt eventuell zu besseren Rankings bei Google. Also warum nicht? So, noch schnell den Text eingefügt. Und da sehen wir auch, dass ein bisschen Padding notwendig ist. Also beim Container-Element unter Erweitert mal 20 Pixel Padding einfügen, 30 oder vielleicht sogar 40. Dann die Überschrift, gerne noch ein bisschen größer. 32 scheint ungefähr zu passen. Und als Farbe weiß. So, ich habe hier drüben auch direkt den Text eingefügt. Und im Original haben wir oben nicht so viel Platz. Da ist der Kopf abgeschnitten. Können wir also bei dem Element hier die Distanz halbieren. So ist eigentlich auch ganz nett. Speichern, aktualisieren und das sieht sehr gut aus. Auf zum nächsten Element und das ist eine zweispaltige Zeile mit einer Bildergalerie. Im Prinzip brauchen wir dafür genau das gleiche wie hier auch, nur ohne runde Ecken. Also einen umgebenden Container und dann im Container zwei weitere Container, Nummer 2. Jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht und zwar ist mir der Container hier reingerutscht. Das heißt, ich kann den auch einfach nehmen und rausziehen und jetzt sind die beiden Container nebeneinander. Erstmal ein bisschen Platz einbauen. 200 von oben und unten. Rechts und links brauchen wir keinen Platz. Den Text habe ich schon mal eingefügt. Brauchen jetzt noch die Galerie und hier können wir noch die Icons anpassen. Links auf das Icon klicken und dann Circle und den Dot Circle, der sieht so aus wie eine Skate-Rolle. Das habe ich direkt auch für die anderen beiden gemacht. Jetzt fehlt hier auf der linken Seite noch der graue Hintergrund. Stil, Hintergrundtyp, Farbe und ein helles Grau. Na, deutlich heller. Das passt. Und jetzt brauchen wir noch 20 Pixel Padding. Auch auf dieser Seite, damit die Überschriften und der Text gleich ausgerichtet sind. 20 Padding. Dann fehlt nur noch die Bildergalerie. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Elementor hat natürlich eine eingebaut, aber wir wollen die von Ocean nehmen. Und hier unten finden wir auch die Bildergalerie. Die füge ich mal hier ein. Hier ist die Bildergalerie. Bilder hinzufügen. Diese drei Bilder ausgewählt. Das ist soweit richtig. Jetzt kann ich noch das Layout anpassen. Im Bereich Layout mal auf 3. Im Original haben wir eine kleine Gap. 10 Pixel Gap. Eine etwas bessere Qualität. Nehmen wir mal Medium. Masonry aus. Und das müsste schon gewesen sein. Speichern. Aktualisieren. Und dann testen wir doch mal die Galerie. Erstes Bild, zweites Bild, drittes Bild. Das wird aus irgendeinem Grund nur klein angezeigt. Ist das normal? Vermutlich habe ich ein kleines Bild hochgeladen. Das kann sein. Liegt also an mir und nicht am Plugin. Ja, im Vergleich zum Original fehlt eigentlich nur noch ein bisschen was Farbe hier im Hintergrund. Und ansonsten passt das schon sehr, sehr gut. Also hier das Grau ein bisschen dunkler. So ist perfekt. Damit sind wir dann schon bei der Sektion Newsletter. Da haben wir wieder ein schönes Hintergrundbild und ein ganz einfaches Formular. Und weil das Ganze so ähnlich ist mit dem allerersten Element, können wir das einfach mal duplizieren. Dieses Element hier. Rechte Maustaste duplizieren. Jetzt ist es direkt da drunter. Dann klicke ich das mal an. Kann die hier alle mal einklappen. Klapp, klapp, klapp. Wenn ich wollte, dann kann ich hier auch verschiedene Namen vergeben, sodass ich ein bisschen mehr Übersicht habe. Das Formular ganz runtergezogen. Und hier muss ich jetzt nur das Hintergrundbild ändern. Hier ist schon mal das Hintergrundbild geändert. Unter Stil dann auch gleich eine Überlagerung hinzufügen. Der Kraft 0,5, das ist wunderbar. So, ich habe jetzt hier nochmal den Text entfernt. Hier ist das Formular, hier ist ein Container, den zweiten brauche ich erstmal nicht. Und im Bereich Formular muss ich dann nochmal die Hintergrundüberlagerung machen. Schwarz mit der Kraft 0,5. Platz von oben und unten, aber nicht von der Seite. So, diesen Container, der ist boxed in. Der bekommt ebenfalls einen transparenten Hintergrund, einen halbtransparenten Hintergrund.
stellt sich heraus, ich muss den hier, den umgebenden Container, auch unter Layout auf Boxed stellen, damit das klappt. Unsere runden Ecken fehlen jetzt noch. Unter Rahmen, sagen wir 20. Ah, nicht an dieser Stelle, sondern natürlich für diesen Container. Auf Stiel, Rahmen. So, jetzt haben wir hier runde Ecken. Das passt, perfekt. Abstand und Text habe ich schon eingefügt. Jetzt fehlt nur noch das Formular. Und wenn ich hier nach Form suche, dann finde ich tatsächlich sogar ein passendes Newsletter-Formular. Es gibt auch ein Registrierungsformular, Login-Formular. Und das ist ja das genau, wonach ich suche. Also füge ich das mal hier ein, um mal zu schauen, ob das reicht. Die Schrift wollen wir auf Weiß stellen. Hier ist eine, anscheinend gut gemeinte Datenschutz-Bestätigungs-Checkbox. Ich schlage vor, dass du dich hier nicht auf die Funktionalität dieses Themes verlassen solltest. Das Thema Datenschutz ist ja ohnehin rechtlich herausfordernd, möchte ich mal sagen. Lies dir dazu am besten mal diesen Beitrag hier durch, den hat Kai geschrieben. Ganz, ganz wichtig. Und hier sind auch vor allem ein paar sehr gute Plugins getestet, da kannst du dir einen von aussuchen. Ansonsten hier zum Zwecke des Layouts, um das Template zu testen, lassen wir das mal durchgehen. So, das lasse ich jetzt mal so bestehen, auch wenn hier der Font noch nicht ganz richtig ist. So, anmelden. Ja, dieses Label, da kann ich tatsächlich auch eine andere Farbe für aussuchen. Okay, so sieht es wenigstens halbwegs gut aus. Sehr viele Optionen zur Gestaltung habe ich hier nicht. Aber hier würde ich sowieso empfehlen, dann vielleicht auch auf ein Formular-Plugin auszuweichen. Und auch die haben wir ausführlich für dich getestet im YouTube-Kanal. Such mal nach Formular-Plugins. Die haben wir auch alle auf Herz und Nieren durchgeprüft. Den Trainerbereich und das Kontaktformular werde ich hier überspringen, vor allem weil Ocean hier auch keine besonders gute Unterstützung hat und du auf ein externes Plugin angewiesen bist. Wie du hier sehen kannst, ist auch bei Elementor das Formular-Plugin nur in der Pro-Version enthalten. Und das Besondere oder der Trick ist ja gerade, sich Ocean zu holen in Kombination mit der Elementor Free-Version, weil du dir hier eben nicht die Pro-Version von Elementor lizenzieren musst. Diese ganzen Module, die meisten davon und sogar noch teilweise mehr, hast du auch in Ocean enthalten. Ein paar fehlen und ein paar sind auch zusätzlich drin. Das ist im Groben und Ganzen die Idee dahinter. Außer du möchtest beides lizenzieren, das geht natürlich auch. Den Bereich unsere Trainer und Kontakt können wir für diese Demo überspringen. Machen wir noch das Testimonial-Karussell und dann ist die Startseite für uns auch fertig. Schon mal den Container einfügen. Und dem Container ein bisschen was Platz geben. 200 oben und unten. Hier haben wir auch schon das Testimonial-Karussell. Hier sind die verschiedenen Elemente und wie man sehen kann, animiert das auch sogar schon. Die verschiedenen Stile, Inline und Bubble. Bubble ist, glaube ich, ganz gut. Das kommt dem, was wir hier haben, so am nächsten. Ich fülle dann jetzt mal den Text aus. Und da sehen wir auch schon, wie reiner Zufall aussehen würde. Leider gibt es hier nicht die Möglichkeit, eine Zwischenüberschrift oder so einzufügen. Muss das unbedingt sein? Natürlich nicht. Andere Plugins bieten aber die Möglichkeit. Hier oben ist das Symbol. Das kann man auch an- und abschalten. Die Überschrift und die restlichen Teilnehmerstimmen sind jetzt auch drin. Das Ganze ist gespeichert und wenn wir aktualisieren, dann haben wir hier die Testimonials und können mit den Pfeilen an der Seite durch die Testimonials blättern. Wunderbar. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind nicht so schön wie bei Cadence. Beim Cadence-Theme und Bilder hat man also wirklich noch deutlich mehr Möglichkeiten. Womit wir dann schon beim eigentlichen Punkt sind, nämlich der Einschätzung, wie gut denn jetzt das Ocean WP Theme ist. Im Vergleich auch zu den anderen Themes, die wir bisher getestet haben. Und ich habe ja schon so einige Themes getestet. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, aber deutlich mehr als eine Handvoll. Was besonders gut gefällt beim Ocean Theme sind die zusätzlichen Elementor Module, die ich sonst nur bekommen würde, wenn ich Elementor selbst lizenziere. Jetzt stellt sich die Frage, weil Elementor selbst natürlich auch dazu in der Lage ist, genau die gleiche Website zu gestalten, wo denn jetzt der Vorteil von Ocean gegenüber Elementor ist. Was die Bedienung betrifft, die ist durchweg akzeptabel, würde ich sagen. Die beste Bedienung, die ich je hatte, also das Theme, was mir das beste Gefühl und das flüssigste Arbeitserlebnis beschert hat, war definitiv das Cadence-Theme. Da hat erstens alles gestimmt. Es ging flüssig, es ging schnell.
Und es gibt auch nahezu unendliche Möglichkeiten an Features, die man umsetzen kann. Beispielsweise lassen sich mit Cadence auch ganze Formulare erstellen, ohne dass irgendetwas zusätzlich lizenziert oder installiert werden muss. Elementor zum Beispiel ist bei Cadence auch nicht notwendig. Du findest das Video zu Cadence auch im Kanal und ich empfehle dir durchaus, das mal anzugucken, denn da wirst du sehen, wie flüssig das tatsächlich ging. Im Vergleich dazu habe ich auch Bloxy getestet, was ähnlich, wie ich finde, wie das Cadence-Theme aussieht und funktioniert, aber nicht ganz so gut ist wie Cadence. Solide zweite Wahl mit einigen superben technischen Entscheidungen, über die ich im Bloxy-Video auch spreche. Was aber Ocean wiederum allen voraus hat, ist die Integration in Bilder- und Icon-Datenbanken, die man hier über die Medien erreicht, Browse Ocean Images. Hier hat Ocean ganz klar die Nase vorn, weil andere Themes noch keine Integration haben mit Flaticon und FreePic. Und wenn dein Anwendungsfall eben vorsieht, dass du viele solcher Bilder oder Icons auf der Website verwenden möchtest, dann könnte Ocean natürlich genau richtig für dich sein. Ich hoffe, du hast nach dieser Demo auch mal Lust, Ocean WP auszuprobieren, denn darauf kommt es wirklich an. Alles in allem muss ich sagen, hat Ocean WP noch einen großen Vorteil. Der Preis, der jährliche Preis, $71 im Jahr für 6 Sites, ist definitiv konkurrenzfähig. Ja, Cadence ist in vielen kleinen Details vielleicht noch etwas filigraner und besser. Das interessante Paket dort ist aber meiner Erinnerung nach schon bei $150 jährlich. Bloxy ist ähnlich günstig, hat aber aktuell noch keinen Zugriff auf Bilder und Icons. Ja, und deswegen ist Ocean tatsächlich eine gute Alternative zu den gerade genannten Themes. Es ist hochkompatibel mit Elementor und damit kennen sich eben auch sehr viele Leute schon aus. Es hat viele interessante Erweiterungen und ist deswegen auf jeden Fall zu empfehlen. Ist es das Richtige für dich? Das ist immer die große Frage und dazu würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall mal die Vergleiche und die Tests auf unserer Website zu lesen und natürlich auch meine Videos dir mal anzuschauen. Hoffentlich hat dir dieser Testbericht gut gefallen. Unten in der Description und im Begleitartikel findest du unseren Partnerlink. Wenn du darüber Ocean WP erwirbst, dann bekommen wir eine kleine Provision für unsere Arbeit, ohne dass sich für dich der Preis ändert. Vielen Dank für deine Unterstützung.